Hi guys, and again I will show you two of my little watercolor drawings for my Leporello notebook. And I start with a landscape, very easy, and using my liquid watercolor paint, the aqua tints. And I really like, I think I prefer to work with the liquid ones and not with these little pots. I don't know why. I can control it much better, I think. That's the point. I will show you two things, this landscape, and then the other one will be a cat. So, last time it was a dog, this time it's a cat. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute wieder mal zwei Aquarellzeichnungen zeichnen, die ich für mein Leporello Notebook mache. Und ich hatte ja schon mal zwei gezeigt, die ich gemacht habe. Und ich werde das jetzt ganz lose halten. Ich werde nicht alle zeigen, das sicherlich nicht, aber hin und wieder mal werde ich was von mir hören lassen, so aquarellzeichenmäßig. Und jetzt alle zu zeigen, denke ich mal, das wird auch ein bisschen langweilig. Aber ja, diesmal noch. Und okay, also das Erste, das ich hier mache, das ist einfach eine Landschaft. Und dann gibt es nachher noch eine Katze. Ich arbeite dieses Mal mit meinen flüssigen Aquarellfarben, die Aquatints, weil ich mit den flüssigen einfach, ich komme damit einfach besser zurecht, kann die wesentlich besser kontrollieren, was mir mit den Näpfen schwerer fällt. Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie wahrscheinlich die Menge an Farben, Pigmenten, ich kann es nicht sagen. Es fällt mir jedenfalls leichter mit den flüssigen. So, ich habe jetzt hier erst die Farbe aufgegeben und habe dann jetzt wieder mit meinen Sketchy-Linien gearbeitet und eben die Form reingegeben. Hier noch ein paar Vögelchen am Horizont. You know, I started with the paint, as you could see, and then I put the sketchy lines in. And that's the way I really like to work. I've done that with the first one with my sea. And you can see it on the left there. That was the first I've done in there. So, yeah, that's something I really prefer. But with my dog last time and this time with the cat, I do it this way as well. I start to draw first. And it will only be the head of the cat. And very, very quick sketch. Go over it. At first I use a pencil, of course, that I can erase, and then black ink ink pen to, and then I erase the pencil lines. Ich habe dann hier die Katze gemalt. Das ist eben die andere Weise. Entweder mache ich erst Wasserfarbe, also die Aquarellfarbe, und zeichne dann Sketchlinien drüber, oder hier zeichne ich dann den Gegenstand, den ich möchte. Letztes Mal war es der Hund, dieses Mal ist die Katze. Und ich mache immer in dieser, wenn ich so zeichne, immer mit Bleistift, damit ich es auch ausradieren kann, weil ich radiere sehr, sehr viel. Das funktioniert nie beim ersten Mal bei mir. Aber das ist okay. Für mich ist das völlig in Ordnung. Und gehe jetzt rein, erst ein bisschen Wasser auf das Papier und dann mit der Farbe auch wieder ein Grau. Das ist, glaube ich, ein Anthrazit oder, ja, Anthrazit, glaube ich. Und gehe aber noch mit ein bisschen Gelb hier und da rein, einfach um ja dieses simple Grau aufzubrechen. Ich wollte so ein ganz kleines bisschen Highlights auch drin haben, aber dann in Farbe. You know, I used some gray here for the cat, and but as well I used a tiny bit of yellow just to have some highlights, but not in white. I wanted to break up this gray, you know. I found it a bit, yeah, boring. So the highlights are in yellow, and a bit of shading here and there. Go in with a darker blue and have more depth. And that's it. Actually, I will glue my this one as well into my notebook, and that's it. Then I will go in with some sketchy lines here as well, I think. No, I won't. I will glue it in directly. Oh, without sketchy lines. Oh, that's not me. Oh, you can see there was another one on the left side. As I said, I'm not showing
all the watercolor drawings I'm doing in this one. That would be too boring after a while. So every now and again, I will show you something. But that's it. And yeah, I will say thanks again for watching. And yeah, I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up. And a comment would be very, very, very much appreciated. I wish you a fantastic time until we see us soon again with my next project. And have a fantastic time, guys. Bye-bye. So, ihr Lieben, das war schon. Ich klebe das jetzt ein. Und werde noch ein paar Fotos, werdet ihr sehen. Aber das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch einen Daumen hoch da, wenn es denn so ist. Und einen Kommentar würde ich mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch eine tolle Zeit, bis wir uns dann hoffentlich bald wiedersehen mit meinem nächsten Projekt. Aber bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt kreativ. Ciao, ciao.